10% mehr Rente ab Januar 2024 gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Juli 2023 ist voll im Gange, erst ein Sommermonat. Die Bundesregierung und der Bundestag ist sozusagen schlafen gegangen. Die haben jetzt Sommerpause, aber das Thema Rente geht natürlich freiweg weiter, munter weiter, denn es läutet so langsam der Vorwahlkampf ein. Wir haben es ja nun mitbekommen, der Herr Linnemann ist jetzt neuer CDU-Generalsekretär und wir wissen ja, was von dort zu erwarten ist in Sachen Rente. Also Rentenbeginn bis ab 70 und eine sogenannte Aktivrente, wo wir aber bis heute zum Beispiel noch gar nicht wissen, was da eigentlich gemeint ist. Aber im Kern geht es um folgende Forderung. Der linken Politiker Dietmar Bartsch sagt, wir brauchen unbedingt 10% mehr Rente als Sondererhöhung für ab Januar 2024. Hintergrund ist, sind die gestiegenen Kosten für Rentnerinnen und Rentner, die inflationsbedingt hier im Jahr 2022, 2023 entstanden sind. Ich schließe mich dieser Forderung auf jeden Fall an. Die Rentenerhöhung zum 1.7.2023 reicht bei weitem nicht aus. Und ich sage es auch immer wieder, auch in den Vorvideos, die wir gedreht haben zum Thema Inflationsausgleichsprämie für Pensionäre, was dem einen recht ist, muss dem anderen billig sein. Wenn Pensionäre auch diese Inflationsausgleichsprämie bekommen, ich gönne sie vor allen Dingen den Pensionären, die wenig Pension bekommen, also die so eine Mindestpension bekommen, das ist völlig klar, die sollen bitte auch diese Inflationsausgleichsprämie bekommen. Aber wenn man sie schon flächendeckend für Bundesbeamte einsetzt, dann bitte auch für alle Rentnerinnen und Rentner. Geld dafür scheint ja offensichtlich da zu sein. Also, liebe Mitglieder der Bundesregierung, lieber Herr Lindner, gehen Sie doch bitte mal über Ihre Grenzen, Ihre Liberalität hinaus und entdecken Sie doch bitte mal Ihr soziales Herz und geben Sie doch den Menschen, den Rentnerinnen und Rentnern, bitte diese Rentenerhöhung. Das wäre doch mal was. Ein Herz für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.